So, willkommen zurück, meine edlen Glücksritter und Burgfräuleins zu Total War Medieval 2. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Es gibt, entschuldigt, einiges zu tun. Ja, die Polen stehen vor unserer Tür. Das ist halb so wild. Das ist nicht so wild. Entsatztruppen kommen bereits. Es werden weitere Einheiten ausgebildet. Er wird morgen ein Tod. Seht nie Levadi, Ungläubiger. Ich rede nicht mit euch, Ungläubiger. Ein Befehl, mein Kaiser? Ja, Kaiser. In Ordnung. Heute macht euch mal auf den Weg. Kaiser? Wo ist denn unser Priester? Seid gegrüßt, Kaiser. Gut, hier denke ich, brauchen wir keine neuen Einheiten ausbilden. Die sollen sich erstmal auf sich konzentrieren. Wir schicken Einheiten nach Jeddah. Ja, eine aufregende Phase gerade. Hier im Nahen Osten. Ich würde vorschlagen... Ich werde meine Rüstung schon bald mit eurem Banner polieren. Vielleicht kann ich zur Verständigung unserer Völker beitragen. Na, arbeiten wir uns von oben nach unten. Ich bin Diener Gottes. In Gottes Namen. Seid gegrüßt, Kaiser. Bin unterwegs. Also die Polen schicken ja momentan wirklich alles, was sie haben, in die Schlacht. Bitte, Kaiser. Ohne Rücksicht. Ja, mein Kaiser. Auf jegliche Verluste. Ja, die heutige Reise. Befehle, Kaiser. Vorwärts! Es wirkt beinahe so, als wäre es ihnen vollkommen gleich, ob ihre Soldaten sterben oder nicht. Möglicherweise ist genau dies der Fall. Ich persönlich kann das nur sehr bedingt beurteilen und möchte mich auch unter keinen Umständen in die Staatsangelegenheiten von Polen einmischen. Ja? Eure Befehle? Ja? Ja! Euer Ziel, junger Mann, ist Aarhus. Hier verlieren wir stetig. Aber gut, die Fruchtfolge ist nächste Runde gebaut. Damit fangen wir das zumindest ab. Sehr schön. So, auch die Lage in Frankfurt hat sich deutlich gebessert. Sehr schön. Mein Kaiser? Beginnen wir erstmal. Das wird ein Festmahl für die Krähen, wenn wir uns begegnen. Von euren Rittern kann es niemand mit mir aufnehmen. Acht? Vierzehn Einheiten. Wir könnten Hilfe aus Metz holen. Kommt zum Kampf, ihr Feigling! Ach, nur in der Schlacht können wir uns miteinander abgeben. Nur eine Einheit. Ich denke. Wen soll ich zerschmettern? Ich denke, Kaiser? Wir werden die Franzosen fordern. Kaiser. Ja, Kaiser. Wir werden keinen der Fremden verschonen. Ja, da bin ich auch dafür. Verschonen wir am besten niemanden. Ja, keine. Also, es ist keine schlechte Armee. Es ist keine schlechte Armee. Aber mal sehen, ob die Franzosen denn bessere Taktiken haben. Sie sind ja schon oft gescheitert, auch schon früher an den... Wie hieß es nochmal? An den Rebellen. Unsere Armbrustschützen verlassen zuerst die Stadt.
Ich möchte bei allen lockere Formationen. Beginnt. Schauen wir mal, ob wir direkt die Ballisten einholen können, bevor die Franzosen zu weit entfernt sind. Sehr gut, durch diesen Angriff, mein Gott, was ist das für eine Armee? Haben wir den Feind heftig unter Druck gesetzt. Viele Armbrustschützen, ja. Gibt es einen Grund, warum ihr nicht schießt? Kavallerie haben wir bisher eine Einheit verloren. Dafür ist ihre Balliste schon tot. Sehr gut. Wieder mal wird unsere Kavallerie der Schlüssel zum Sieg sein. Ich denke, das ist vollkommen logisch. Vorsicht. Und Angriff. Fallen wir unseren Feinden in den Rücken. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Direkt auf den General, das ist wichtig. Keinerlei Hilfe, jetzt. Versucht den Rückzug anzutreten. Versucht ihn anzutreten, ne?
Speerträger brauchen viel zu lange, um in die Schlacht einzugreifen. Warum steht der feindliche General noch? Der feindliche König ist tot! Greift an, solange seine Männer verwirrt sind! Zumindest können wir sagen, dass unser Angriff vollen Erfolg hatte. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Ja, die Söldner-Speerträger. Der Feind hat die Hälfte seiner Armee verloren. Die profitieren natürlich besonders von dieser Situation. Wenn wir so weitermachen, ist der Sieg unser. Gut, viele Einheiten sind es nicht mehr. Jetzt ist es wichtig, fokussiert zu bleiben. Ja, hier geht es auf der Flucht noch mal heftig zur Sache. Ja, wir haben schon... Wir haben viele Einheiten verloren. Definitiv. Wir haben die Hälfte der Armee verloren. Ich weiß. Und dennoch bin ich davon überzeugt, dass wir diese Schlacht gewinnen. Schalten wir erstmal die Armbrustschützen aus. Genauso. Damit fehlt unseren Feinden der Rückhalt. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, ist der Sieg unser. Jetzt prescht den Feudalrittern in den Rücken. Ja, selbst Speerträger geraten in Panik, wenn eine Armee von Pferden ihnen in den Rücken fällt. Aufstellung und kein Feuer frei mehr. Wir haben die feindliche Armee geschlagen. Jetzt ist es Zeit, die Schweine zu zerquetschen. Vernichtet sie. Einheiten,
Sehr gut, wir haben die Franzosen besiegt. Wir haben Rem vorerst gehalten. Große Verluste, das steht außer Frage, aber wir haben es gehalten und das ist vorerst das Wichtigste. Gut, räumen wir die restlichen Einheiten auf. Nur ein wahrer Held des Reiches kann einen solch vernichtenden Sieg ausknobeln. König Jourdan hat alle seine Einheiten verloren. Schade. Das Lösegeld hätte ich gut gebraucht. Hätten wir gut gebrauchen können. Also gut, die Feindarmee komplett zerschlagen. Nein, das wäre nur Rüstung. Kaiser! Befehle, Kaiser! Kaiser! Ja, wir können Kaiser. Die Einheiten dort rüberbringen. Sehr gut, dann frischen wir sie dort auf. Mit den Befehle, deutschen Rittern Kaiser. Wird es etwas schwieriger ja, sein. Kaiser. Kaiser! Befehle, Kaiser! Kaiser! Ihr wollt auch nach Frankfurt zurück, ja? Ja! Seid gegrüßt, verehrter Herr. Ja, mein Kaiser. Vorwärts! Die heutige Reise ist vorbei. Ja, Kaiser. Ja? Marschiere. Ja, Kaiser. Schade. Ich hatte gehofft auf Unterstützung zu treffen. Gut, wir bilden zwei Einheiten aus. Und frischen eine Einheit auf. Sehr gut. Befehle, Kaiser! Kaiser! Ja, Kaiser! Unsere heutige Reise ist beendet, Kaiser! Metz frischt drei Einheiten auf, hat dann insgesamt fünf Einheiten zur Verfügung, die wir zur Unterstützung aufbringen können. Gut, ihr könnt ab jetzt neue Einheiten ausbilden. Macht dies bitte. Damit wir uns früher oder später unseren Feinden hier entledigen können. Hier wird sich um die Problematik gekümmert. Huh. Ja, mein Kaiser. Befehle, Kaiser! Vorwärts! Diese frischen Einheiten kann ich sehr gut gebrauchen, aber das ist ja... Ja, zur Not können wir sie als Endsatztruppen schicken, definitiv. Wo ist hier unser Spion? Hier. Die Augen des Reichs. Ich werde alle Geheimnisse für das Reich lüften. Keine allzu starke Armee. Jawohl, Kaiser. Ich bin unterwegs. Sind die Engländer noch mit den Franzosen im Krieg? Ja, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Eure Befehle? Meine Befehle an euch. Wir werden sie für euch besiegen, mein Kaiser. Ihr könnt jetzt gerade nicht gegen sie kämpfen. Das ist ja wirklich bedauerlich. Fünf Einheiten sind es. Kaiser! Befehle, Kaiser!
Die Einheit ist gut. Es ist eine Söldnerarmee, aber sie ist gut. Sie ist abwechslungsreich. Sie bietet alles, was man braucht. Weg hier! Oh, eine weitere große Rebellenarmee. Zum Glück haben diese Rebellen in den seltensten Fällen Ambitionen. Ihr könnt noch... Doch, ihr könnt Speerträger... Dann bildet mir bitte Speerträger aus. Die würde ich dann gern nach Thorn schicken. Ja, mein Kaiser. Kaiser! Befehle, Kaiser! Ja, mein Kaiser! Befehle, Kaiser! Jawohl! Diese Armee wird weiter Druck auf Krakau ausüben. Das wäre mir sehr, sehr wichtig. Dass der Druck auf Krakau nicht ablässt. Im besten Falle so sehr, dass Polen gezwungen ist, die Belagerung über sich ergehen zu lassen. Kaiser. Die Armee belagert weiter, Kaiser. Ja, mein Kaiser. Befehle, Kaiser. Kaiser! Kaiser! Ja! Nein, was sollt ihr denn dort oben? Vorwärts! Ja, mein Kaiser. Befehle, Kaiser. Ja, mein Kaiser. Ja, Kaiser! Ihr marschiert zurück nach Kaiser. Breslau. Ihr marschiert zurück nach Thorn und lasst euch jeweils auffrischen. Ja, und ihr werdet die Armee dort unten unterstützen. Ja, und schon Kaiser. Haben wir eine relativ ausgeglichene Armee. Wir werden Armee sie für euch besiegen, mein Kaiser. Wird es Zeit, die Mauern zu stürmen, Kaiser? Und jetzt startet mir eine vernünftige Belagerung von Krakau. Eine mit Sicherheit sehr reiche Stadt, die viel zu bieten hat. So, Prag, Wien. Befehle, Kaiser. Ja, die heute. Ja, mein Kaiser. Kaiser. Ja, mein Kaiser. Vorwärts. Kaiser. Jawohl. Ich möchte nächste Runde nochmal Druck auf Zagreb ausüben. Das ist mir ein großes Anliegen. Ich wechsle keine Worte mit dem Feind. Ein weiteres Spion wäre schon praktisch. Ja, mein Kaiser. Bittet mir einen weiteren Spion aus und schickt mir diese Einheiten dort. Wir werden sie für euch besiegen, mein Kaiser. Schwer zu sagen, wie das ausgehen wird. Sehr, sehr schwer zu sagen. Da ist sicher ein gewisses Risiko dabei, aber das ist in Ordnung. Der Feind erringt die Oberhand! Einheiten auf meine... wir hätten auf schlechteres Wetter warten sollen. Der Feind wird versuchen, eure besten Truppen mit Geschossen zu vernichten. Erlaubt ihm das nicht. Gebt ihm etwas, an das er seine Geschosse verschwenden kann und dessen Verlust euch nicht stört. Ja, ein schnelles Vorrücken der Briganten. Ja, unsere Einheiten müssen sich dem Armbrustschützenhagel aussetzen.
und jagen jetzt natürlich den feindlichen Einheiten hinterher. Das ist logisch. Hier sind einige Hussiten. Und jetzt ist es wichtig zu jagen. Die Rollenverteilung sollte relativ klar sein. Oh, interessant. Die Hussiten gehen in den Nahkampf mit unseren Hellebardier-Milizen. Mit ihren Armbrüsten. Diese Schlacht läuft schlecht für das Reich. Wir müssen das Blatt zu unseren Gunsten wenden. Alles andere. Oh. Das war nicht sehr schlau von euch, eure Pferde dort reinzuschicken. Eigenartig, dass es unsere gepanzerten Hellebardenmilizen nicht mit Hussiten aufnehmen kann. Wundert mich schon sehr. Und jetzt auf die Armbrustschützenmiliz. Jetzt haben wir leider durch die offene Aufstellung unseren Vorteil und selbst genommen, aber dennoch sind es Hellebarden gegen Pferde. Auf vielerlei Orts wird nun gekämpft, aber überzeugend ist das nicht. Diese Schlacht läuft schlecht für das Reich. Wir müssen das Blatt zu unseren Gunsten wenden. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ausgerechnet unsere stark gerüsteten Hellebardenmilizen solche Probleme haben. Mit einfachen, unorganisierten Rebellen. Das erschüttert mich doch zutiefst, muss ich gestehen. Hat die Hälfte seiner Armee verloren. Ja, momentan muss ich unsere Hellebardenmiliz hin und her hetzen, weil diese Feudalritter nicht wirklich wissen, ob sie bleiben oder kämpfen sollen. Unsere Männer haben den feindlichen General erschlagen. Also gut, der feindliche General hat Staub gefressen, das ist ja schön, aber...
Ja, viele Einheiten flüchten gerade. Moment. Ja, ich weiß. Macht kein Drama draus. Es fehlt nur noch die Armbrustmiliz. Unsere Männer müssen ruhen. Zum Ruhen ist Zeit, wenn die Schlacht vorbei ist. Diese Schlacht scheint sich zu unseren Gunsten zu entwickeln. Ach, na gut, wir haben die Schlacht letztlich noch gewonnen. Ich gehe nicht davon aus, dass die feindliche Armee komplett zerschlagen wurde. Spannend wird sein, wie viele Einheiten wir am Ende behalten dürfen. Weil das war alles andere als ein Erfolg. Wir werden auf jeden Fall die beziehungsweise alle Einheiten zurück nach Budapest beordern, damit sie sich dort auffrischen können. Das Reich hat seine Überlegenheit durch diesen Sieg bestätigt. Das würde ich nicht zwingend behaupten. Gut, die Armee wurde immerhin zerschlagen. Das ist schon mal gut. Wie viele Einheiten blieben übrig? Das Reich ist siegreich. Ja, mein Kaiser? Alle. Ja, unsere heutige Reise ist beendet, Kaiser. Na gut, das ist dann doch... Befehle, Kaiser? ...sehr günstig gelaufen. Verratet mir den Namen des Ziels. Tod oder Zerstörung, Kaiser? Sehr gut. Federicus ist ein sehr, sehr fähiger Mörder. Er wird morgen ein toter Mann sein. Ich raste hier für die Nacht. Mach das. Gut. Kaiser! Deswegen behalte ich die Einheiten noch dort. Nachvollziehbar. Bologna benötigen wir eigentlich nicht zwingend mehr Einheiten. Es liegt eher an der Bevölkerungsstimmung, dass wir hier so enorm noch auf Garnisonen setzen. Zwei Runden noch. Entscheidend ist aber, dass es keinen Aufstand gibt in Mailand. Die Leute sehen, dass momentan riesige Steinmauern errichtet werden. Und können dadurch natürlich auch unsere Bemühungen erkennen. Reden ist Silber, kämpfen ist Gold. Ich weiß nicht, ob ich das unterschreiben würde, mein Kaiser? Freund. Befehle, Kaiser. Ja, mein Kaiser. Kaiser! Bleibt diese Runde noch hier und nächste Runde zieht ihr weiter. Plunderstar auf 8000 nur. Kaiser! Ja, die Niederlage für die Franzosen ist sicher schmerzhaft. Sie ist sicher sehr schmerzhaft. Gut, aber wir können momentan nicht mehr machen. Besitzen wir tatsächlich nur eine Flotte? Soll ich dem Sultan etwas ausrichten? Nein, richtet ihm nichts aus.
So, die Franzosen haben eine weitere Prinzessin verloren, die unsere Statthalter umgarnt hat. Jetzt kommen natürlich ihre Attentäter, ihre Agenten generell ins Spiel. Der Kampf mit den Franzosen wird definitiv ein entscheidender Akt sein, da es uns das Tor Richtung Westen öffnet. Und wie ich schon öfter gesagt habe, ich mag es nicht, in alle Richtungen kämpfen zu müssen. Theoretisch sind wir Richtung Süden, zumindest von Zentraleuropa aus, fertig. Wenn wir jetzt mal von Sizilien absehen, die noch kein Interesse haben, uns anzugreifen. Aber Westen und Osten haben wir unsere Probleme und die müssen wir bereinigen. Die müssen wir definitiv bereinigen. Und durch unsere extreme Expansion ist es natürlich schon so, dass mittlerweile jede Fraktion auf uns guckt. Ungarn hat den großen Kampf bereits verloren. Wir haben die Dänen vernichtet. Es entwickelt sich problematisch. Unsere Macht ist für viele Fraktionen problematisch. Gott sei Dank aber bleibt Sizilien erstmal ruhig. Und ich möchte dringendst bald umsteigen und stärkere Schiffe bauen. Die Macht der Schotten irritiert mich jedes Mal wieder, wenn ich es sehe. Das Byzantinische Reich mittlerweile sehr diplomatisch unterwegs, hat aber natürlich auch unsere Machtentwicklung erkannt, ohne Frage. Oder hat sich ein Priester gewandelt? Interessant. Ja, auch die Position Russlands noch sehr unklar. Wir sehen eine Karte, die sehr, sehr veraltet ist. Ich denke nicht, dass das noch die Machtstrukturen sind, die es von vor 10 Jahren hatte. Die Ägypter tauschen weiter fleißig Einheiten aus. Zu welchem Zweck bleibt in den Sternen? Und die Polen attackieren nun, wie erwartet, Kairo. Das war zu erwarten. Um den muss ich mich kümmern. Jutta Himmel. Ah, der wirkt ja großartig. Eine Hochzeit. Ulgarder Ritter, ja, und direkt noch ein Sohn geschenkt. Der Baubericht, Hamburg hat eine Fruchtfälle, Alexandria eine Ortswache, Kairo eine Taverne, Oslo wurde zur Burg ausgewässert und Thorn eine Fruchtfolge, sehr gut. Rekrutierungsbericht, ausgiebig. 2 polnische Kardinäle befördert. Vermutlich, weil sie diesen Kreuzzug an die Spitze treiben. Ja, mein Kaiser. Nahkämpferlastig. Kaiser! Vorwärts! Habt ihr eine Aufgabe für mich? Ja, ich hätte eine für euch. Reich vertreten, Kaiser. Es hat bisher noch nie so wirklich funktioniert, aber möglicherweise seid ihr in der Lage dazu, euch um diese Einheiten zu kümmern. So
Seid ihr so tapfer, dass ihr eine Audienz mit uns... Wir müssen ablehnen, wovon... Unsere Verhandlungen sind zu Ende. Ja, Kaiser. Kaiser? Jawohl. Sebni Levadi, Ungläubiger. Bauernnubische Speerträger. Ja, mein Kaiser. Ich bin Diener Gottes. Natürlich. Kaiser. Wie ist die christliche Lage? Seid 44%, gegrüßt, 68, 89, 63. Kaiser? Ja, wir könnten weniger Konkurrenz gebrauchen. Befehle, Kaiser. So, was passiert ja, Kaiser, hier nun in Jeddah? Ziehen in die Schlacht. Das Reich ist siegreich. Gott ist auf unserer Seite, Kaiser. Wir haben gesiegt. Ägypten wurde vernichtet. Ägypten wurde durch diese Tat vernichtet. Das ist ja wirklich absurd. Baut sofort ein Bordell. Wir müssen die Bevölkerung hier schnell auf unsere Seite ziehen. Gibt es hier irgendwas in dieser kargen Wüste, irgendwas, womit man handeln könnte? Vermutlich nicht. Nein, das ist einfach nur ein riesiges Wüstengebiet, das, damit grenzen wir sogar an die Türkei an. Hier sehen wir es unten. Das ist der. Ja, Kaiser. Ich verschaffe mir einen besseren Überblick, Kaiser. Jawohl, Kaiser. Es gibt Straßen. Es gibt Straßen. Aber Jeddah ist natürlich nichts. Holzpalisaden, ein Kornmarkt. Man hat es mal ausgebaut, ein wenig, und dann überließ man es sich selbst. Ja, Flotte bereit. Ja, mein Kaiser. Kaiser! Marschiert! Hier errichten wir ein Nachtlager. Was bauen wir hier? Eine Kapelle. Naja, sehr gut. Wird hier gebaut? Ja. Sehr schön. Also gut. Holen wir uns die Polen. Für das Reich! Befehle, Kaiser! Wir werden ehrenvoll. Ich werde mich erobern, gewiss Kaiser. Nicht von einer polnischen Kreuzzugsarmee zum Narren halten lassen. Unter keinen Umständen. Bonrisa Dutzig. Pilger. Nur Nahkämpfer. Ah, hier. Die Strzelski. Das sind Fernkämpfer. Polnische Edelmänner ebenfalls. Gut, stürzen wir uns rein. Gott, sehen wir, was dieser Feind Vaterland uns gegenbringen kann. Wir sind sehr gut aufgestellt, was Fernkampf angeht. Wir haben einige Armbrustschützen. Wir haben natürlich nur Milizen. Aber wir haben auch als Verstärkung dann einige Kavalleristen. Einhalten! Wartet auf meinen Befehl! Umso breiter wir aufgestellt sind, umso besser. Warum habt ihr nicht diese Aufstellung? Alle! Alle! Und wer seid ihr? Es gibt immer einen Idioten, der aus der Reihe tanzt.
Oh, eine interessante Aufstellung. Dass sie so lange brauchen. Jetzt sind sie in Schussreichweite. Vorsicht auf die Kreuzritter. Die Schlacht läuft gut für das Reich. Bleibt stark und der Feind wird besiegt werden. Aufstellung, Männer. Aufstellung. Schnell. Ja, unsere Verluste sind groß. Hier halten wir uns gerade noch gut. Die Hauptangriffslinie hält sich gut. So, jetzt werden wir vermutlich vorerst einbrechen. Nur noch die halbe Streitmacht ist übrig. Ja, das ist mir bewusst. Der Feind erringt die Oberhand! Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig! Die erste Einheit flüchtet. Ah, ich habe schon wieder... Warum habe ich denn eingestellt, dass die KI das steuern soll? Ach, das ist so dumm. Ach, das ist so dumm. Niemand würde so etwas tun. Es ist eine so unnötige Funktion. General gefangen! Wir müssen siegen, sonst ist er verloren!
Ah, wobei sie erscheinen jetzt grün. Ja, nur 55% der feindlichen Armee sind geschlagen. Ah ja, sehr gut. Wir steuern diese Einheiten. Das ist wichtig. So, jetzt kommen gleich unsere Endsatztruppen. Entscheidend ist, dass unser Feind ja schon viel gekämpft hat. Oh, das hätte man mit etwas Mut schaffen können. So, und unsere Endsatztruppen betreten nun das Schlachtfeld. Panzerritter und Sergeants. Noch ist die Schlacht nicht vorbei. Diese Schlacht läuft schlecht für das Reich! Wir müssen das Blatt zu unseren Gunsten wenden. Ihr habt 54 Armbrustpfeile. Einer davon muss hier treffen. Wahnsinn. Zwei schießen. Aber so kannst du auch keine Schlacht gewinnen. Er reitet einfach über unsere Einheiten hinweg. Natürlich. Oje. Und jetzt schießen sie aber von... Ach, das ist doch eine Farce. Was ist das denn hier? Gott im Himmel. Macht, was ihr wollt. Ihr seid kampfbereit. Aufstellung. Jetzt geht der eigentliche Kampf für die Polen los. Was kommen hier? Pilger? Irgendwer hat sich dazu entschieden, doch zu bleiben. So, jetzt rücken natürlich alle gegen unsere Fernkämpfer vor. Und das ist ja klar. Lassen wir sie Tempo aufnehmen.
Ihr seid bereit? Angriff. Zuerst die Pilger. Es ist nun extrem wichtig, dass sie die Unorganisiertheit unserer Feinde nutzt. Bisher ein Verlust. Genau, sie dürfen keine Formation einnehmen, das ist ganz entscheidend. Wenn wir das verhindern, haben wir einen unschlagbaren Vorteil. Es ist Fernkampfkavallerie. Genau das benötigen wir jetzt. Die Pilger kann man einfach überrennen. Sie sind vollkommen nutzlos, das haben wir selbst auch schon mitbekommen. Und wichtig ist immer wieder neu formieren. Ruhig. Ihr seid noch ausgeruht, sehr schön. Was macht der Feind? Die Polen sollten wissen, dass es maximal tödlich ist, dem Feind den Rücken zuzudrehen. Ich meine, ich werde diesen Umstand nutzen. Solange unsere Pferde ausgeruht sind, werden wir diesen Umstand und seht. Die Schlacht wendet sich zugunsten des Reichs. Die Schlacht läuft gut für das Reich. Bleibt stark und der Feind wird besiegt werden. Erwärmt ist auch noch in Ordnung. Fliehen die Polen vom Schlachtfeld? Ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass die Polen das Schlachtfeld verlassen. Formieren. Entweder fliehen sie, oder sie wollen sich komplett neu formieren. Oder sie jagen alle die Armbrustmilizen. Geben wir unseren Pferden eine kurze Chance, sich auszuruhen. Diese Folge wird etwas länger dauern, logischerweise. Gediegenes Vorrücken mit unseren Pferden. Sie haben wirklich alle der Armbrustmiliz hinterhergejagt. Das ist ja an Dummheit kaum zu übertreffen. Und dafür haben sie all ihren Atem verwendet. All ihre Luft.
Das ist das Dümmste, was ich seit langem gesehen habe. Männer haben den feindlichen General erschlagen. Seht, wie unser feiger Feind rennt. Das ist mal wieder eine dieser Schlachten, wo man sich so viele Fragen stellt. So viele Fragen, die vermutlich nie beantwortet werden. Weil das an Absurdität kaum zu übertreffen ist. Ich finde es gut, dass ihr euch nochmal Informationen begebt, bevor ihr angreift. Wunderbar. Mal sehen, ob ihr ihn noch erwischt. Oh ja, ihr nehmt ihm ganz schön... Oh. Wir hätten fast verloren, doch der Sieg ist unser. Ja, wir haben auch mehr Männer verloren, aber letztlich haben wir die polnische Armee zerschlagen. Das ist nicht viel. Sie haben die Lösegeldforderung angenommen. Siegreich! Harold ist gestorben, ja. Kaiser! Ja, mein Kaiser! Kaiser! Der Statthalter ist gestorben. Das ist natürlich ein Problem. Haben wir irgendwo einen Statthalter? Nein, haben wir nicht. Bin zu Diensten. Ein großes Problem. Aber ein Problem, um das wir uns das nächste Mal kümmern werden. Wir haben Polen zurückgeschlagen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ägypten wurde vernichtet. Jeddah gehört uns. Wurde nun in unser Reich hinzugefügt. Und nun müssen wir uns um diese ganzen Rebellen kümmern und uns nach Norden die Küste entlang hocharbeiten. Hier ist auch noch eine interessante Rebellenstadt. Seldukische Rebellen befinden sich dort, um an die Ägypter anzuknüpfen. Aber darum werden wir uns das nächste Mal kümmern. Ich freue mich da sehr drauf. Bis dahin, euer Kaiser Odin I.